Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, aber nicht zu einem weiteren normalen Format. Denn wie ihr schon seht, haben wir hier den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga und eine, eine Mini-Tin am Start für 10 Euro. Ja. Genau, es werden immer entweder 8 Päckchen ausgepackt oder eine Mini-Tin oder ein Multipack oder sonst irgendwas. Ich muss gucken, dass es immer ungefähr gleich viele Karten sind. Deswegen weiß ich noch nicht, ob es 8 Packs sind oder dann halt 9 oder 10. 4 oder 5 oder 6, weiß ich noch nicht. Und ja, genau, ich würde sagen, der erste Fußball-Bundesliga-Spieltag kann starten. Vorher möchte ich noch was sagen. Inspiriert von dem Ganzen wurde ich von Packs United. Der Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da gerne mal vorbei. Denn von dem habe ich diese Idee hier. Und genau, dann würde ich sagen, laber ich gar nicht mehr lange drum rum, was ich eh schon getan habe. Und wir schauen auch schon direkt rein. Das wird jetzt meine erste Bundesliga-Karte sein. Ich habe noch keine zuvor. Also die Tin sieht sehr, sehr geil aus. Das kann man schon mal sagen. Und auch das sieht einfach nur mega geil aus. Was ist das bitte? Das sieht doch abnormal geil aus, Leute. Da könnt ihr mir wirklich nichts sagen. Boah. Jo. Tschüss. Digga, wie geil sehen die denn von hinten aus? Also, ich habe mich darüber wirklich null informiert, aber holy shit. Die riechen auch sehr geil. Also, ich habe eine Macke. Boah, Digga. Ich weiß nicht, ist das normal? Also, schade, zweite Liga. Ist das normal, dass man die bekommt? Ich weiß, ihr seht die jetzt nicht. Genau, noch zu den Spielen. Die sind ja alle aufgelistet und meiner Meinung nach, die spannendste Partie lege ich dann immer hier so irgendwo halt in die Mitte rein und let's go. Ich glaube, das ist nicht so schlau, wenn ich von hinten anfange, oder? Aber die fühlen sich irgendwie ganz anders an. Und damit ist es das 2:0 für Mainz 05. Also ich habe das jetzt nicht wie Packs United mit diesen Torhymnen rein. Online-Code geht an euch raus, könnt ihr euch gerne sneaken. Und sehr, sehr geil. Wolfsburg Marmoush ist hier meine erste normale Karte, die ich von dieser Serie ziehe. Tut mir hier ein bisschen leid, dass das... Also ich habe irgendwie kein Augsburg-Logo gefunden. Oh mein Gott, das ist gar keine normale Karte. Das hier sind die normalen. Social. Ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber, naja, 1:0 ist das nur. So, Robin Hack ist meine erste normale Karte, aber wir haben immer noch keine Bundesliga-Karte. Das heißt, Hack bringt uns leider nichts. Legen wir einfach mal auch damit drauf. Braunschweig bringt uns nichts. Und Guerrero ist unser erster Bundesligaspieler. Dann Leipzig, Kevin Campbell gehen in Führung. Moser, Diaby. Gleicht aus. Warte, wir müssen aber mal ganz kurz schauen. Wie viele Karten sind denn da drin? 40 Karten plus 2 plus 5. Das heißt 45. Das heißt, so nach 22 ist Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dann haben wir nachher noch ein bisschen mehr Karten und das sind jetzt die für die erste Hälfte. Sehr knapp, wieder haben wir auch schon den ersten Bayern-Spieler. Das ist das 1:0 für den FC Bayern. Darmstadt brauchen wir nicht und auch Stuttgart hat hier so eine. Dann sind das anscheinend die normalen Special-Karten. Könnte das sein? Hoffenheim geht in Führung, die sind bei Gladbach tot. Aber man zieht komplett viele Zweitligaspieler, oder? Ist das bei euch auch so? Habt ihr euch die Karten schon geholt? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Union beim Derby direkt mal mit 1:0, das ist wichtig. Oh nein, Freiburg führt. Freiburg führt gegen Augsburg in Augsburg. Mainz, wo spielen die? Die führen 3:0 gegen Bochum, entspannt. Köln erhöht und Jan Sommer wird den nächsten Torschuss der Hoffenheimer parieren. Frankfurt gleicht aus gegen den FCB und ja! Reece Oxford! Ja doch, passt schon. Trifft zum Ausgleich. Bochum
macht nochmal einen Anschlusstreffer und wir starten rein in die zweite Hälfte und ich bin mega hyped, also es tut mir leid, wenn ihr hier ein bisschen seht, aber ich bin hier echt mega eingeengt. Ich muss mir hier unbedingt mal was anderes einfallen lassen. Und da haben wir Luca Waldschmidt mit dem 2:0 gegen Werder Bremen. Benze Baini schießt den Ausgleich. Mal gucken, wie das da ausgeht. Bremen, Veljkovic, sehr geil. Ey, wir haben so viele Zweitligaspieler. Schalke! Die erste Schalke-Karte. Wir haben noch keine Karte von Hertha BSC. Das ist aber der einzige Verein, ne? Ich mache jetzt einfach mal so, weil ich glaube, dann kommen auch schon die Glitzerkarten. Und da haben wir einen der Endo-Geschwister. Oder die sind doch beide Geschwister und spielen beide bei Stuttgart. Ist das nicht so? Ich weiß nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Bremen gleicht jetzt aus. Also die wollen hier anscheinend jetzt doch nicht. In Magdeburg, sehr geil. Bell Bell. Kranker Name, Bro. Und auch Hertha geht am ersten Spieltag nicht ohne Tor aus. Simon Terodde, der super Torschütze und sehr geil. Matchwinner. Comic-Karte. Ach, das sind wie die im letzten Jahr. Wie hießen die da? Boah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Gladbach jetzt, also die haben jetzt die Führung. Aber Helden von Morgen hießen die doch da, ne? Boah, lol! Die Karte habe ich gesehen. Die soll mega geil sein. Sadio Mane für den FC Bayern. Digga, das feiere ich immer ab nochmal. Das sieht sehr geil aus. Würde ich einsneaken, aber leider nein. Das zählt natürlich auch doppelt. Wie Club 100 zählen dreifach, oder? Oder Limi? Nein. Oh, wir haben noch eine. Simon Terodde. Geil. Und damit führt Schalke. Oh! Club 100, Christopher Nkunku. Ey, aber die Limi kommt noch, oder? Oder war das ganz unten? War, nein, das dann jetzt. Helden von Morgen. Mainz, Augsburg-Limi. Freestyle, Arne Meyer. Okay, die nehme ich aber auch sehr, sehr gerne mit. Ich nehme jede Karte von Augsburg sehr, sehr gerne. Oh, die feiere ich auch. Heritage heißen die. Oder so. Jemand ausspricht. Bochum. Das Bochum-Club-Logo. Oh, die sehen geil aus. Sehr, sehr clean. Danny Latzer. Und die letzte Karte. Frankfurt-Logo. Ja, wie sind die? Da, dann steht es unentschieden. Also sind das hier die Limis. Ja, Bro, steht ja sogar da unten, Limited Edition. Sehr, sehr geil. Also, erster Spieltag. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich werde euch auch am Ende immer die Tabelle einblenden. Wollen wir mit Torschützen machen? Also, dass es am Ende dann Torschützenkönig gibt. Und die Club-Logos zählen halt einfach für den Spieler, der am Tag am meisten Tore gibt. Nein. Die Club-Logos zählen einfach nur so als Doppelpack. Also die kriegt keiner. So als Eigentore, sag ich mal. Wollen wir das machen? Okay. Schreibt es mal in die Kommentare. Also, Gladbach gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:1. Union Hertha 1:1. Frankfurt Bayern 3:3. Wolfsburg Bremen 2:2. Bochum gegen Mainz 3:7. Alles klar. Augsburg gegen Freiburg 3:1. Dortmund Leverkusen 1:1. Stuttgart Leipzig 2:3. Köln Schalke 2:6. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich blende euch jetzt noch die Tabelle und die Torschützen ein und haut rein, Leute. Ciao. Ciao.